Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute mit der Frage: Schaltjahr, 29. Februar, warum eigentlich? Was ist ein Schaltjahr? Ein Schaltjahr ist ein Jahr, das nicht wie ein normales Jahr 365 Tage, sondern 366 Tage hat. Der 29. Februar wird eingefügt. Wann ist das nächste Schaltjahr? Das nächste Schaltjahr ist 2020, also in 4 Jahren. Aber 2100 gibt es kein Schaltjahr. Warum gibt es Schaltjahre? Ein astronomisches Jahr ist der Zeitraum, den die Erde braucht, um sich einmal um die Sonne zu drehen. Der Zeitraum ist nicht genau 365 Tage lang, sondern etwa 365,2422 Tage. Also 365 Tage und circa 5 Stunden und 49 Minuten. Die exakte Dauer ändert sich jedes Jahr um einige Sekunden. Würden wir keine Schaltjahre verwenden, hätte es zur Folge, dass sich irgendwann die Jahreszeiten verschieben und wir auf der Nordhalbkugel bereits im Winter die Sommerhitze hätten und Weihnachten im Sommer feiern würden. Wie werden Schaltjahre berechnet? Da das astronomische Jahr aber etwas kürzer als 365,25 Tage ist, wird gelegentlich ein Schaltjahr ausgelassen. Dies ist bei Jahren der Fall, die glatt durch 100 teilbar sind. Hierzu gibt es allerdings auch eine Ausnahme. Jahre, die glatt durch 400 teilbar sind, also 1600, 2000, 2400, sind Schaltjahre. Es wird also dreimal in 400 Jahren ein Schaltjahr ausgelassen. Das legte Papst Gregor der 13. 1582 fest. Deswegen wird unser Kalender übrigens auch gregorianischer Kalender genannt. Wann feiert man Geburtstag, wenn man am 29.02.2016 geboren wurde? Es ist gesetzlich festgelegt, dass man am 1.03. Geburtstag hat. Das ist zum Beispiel relevant, wenn man seinen Führerschein abholen möchte. Übrigens, ca. 55.000 Menschen in Deutschland haben am 29.02. Geburtstag. Zum Abschluss noch ein bisschen Nerdwissen. Gleicht das Schaltjahr mit der Regelung von Papst Gregor dem 13. nun alles aus? Durch diese Regelung nähern sich Kalenderjahr und das Sonnenjahr so weit an, dass jährlich nur ca. 27 Sekunden fehlen. Nach dieser Regelung muss voraussichtlich einmalig im Jahr 4813 ein weiterer Schalttag eingefügt werden. Es könnte dann den 30. Februar geben. Okay, nun weißt du Bescheid.